Hallo, liebe Ameisenfreunde. Ja, da bin ich wieder mit dem nächsten Nest, was ich hier euch vorstellen möchte. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich gerade so eine Videoreihe mache und dementsprechend haben wir jetzt hier ein anderes Nest, was ich ja angefertigt habe. Diesmal nicht aus Ytong, sondern aus einem anderen Material, hier aus Gips in dem Fall. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, in dem Videoberichten über die Larsus Niger setze ich erfolgreich seit einigen Jahren Gipsnester ein. Ja, und auch eigentlich nur da, weil ich der Meinung bin, Gips ist ein total tolles Material, aber auch irgendwo ein Stück weit ein relativ schwieriges Material, gerade wenn wir da irgendwie in so filigranen arbeiten und so weiter. Ist also nicht ganz so einfach. Es braucht viel Zeit und auch dieses Nest hat viel Zeit gebraucht und wird auch noch viel Zeit brauchen, weil es muss eben trocknen. Also da steckt sehr viel Feuchtigkeit in so einem Gipsmaterial drin. Ich denke also unter 6 Wochen wird da nichts laufen. Ich selbst habe jetzt hier an dem Nest über 3 Wochen dran gesessen. Ja, und wie gesagt, das muss einfach noch austrocknen. Und ihr habt ja mitbekommen in den anderen Videoberichten, ich habe wieder hier meine weißen Handschuhe an, weil hier ist eine Glasscheibe drauf und das ist auch das erste Feature, was ich hier euch vorstellen möchte, was es bei meinen Ytong-Nestern nicht gibt. Diese Glasscheibe ist nämlich eingelassen. Hier kann man das hoffentlich ganz gut sehen. Das heißt also, da draußen ist ein Rahmen quasi und das ist hier eine schöne, gleichmäßige, glatte Oberfläche und das ist also mit den Ytong-Nestern zumindest mit meinen bescheidenen Mitteln nicht möglich. Deswegen kann ich das nur bei Gipsnestern einsetzen. Ja, und da das Nest liegend ist, haben wir diese Scheibe nicht eingeklebt. Das war eben auch der Wunsch des Nutzers. Diese Scheibe, die kann man also auch rausnehmen. Hier ist eine kleine Kerbe drin. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt hier in dem Video erkennen kann. Man kann also diese Scheibe hier mit einem Fingernagel zum Beispiel einfach hochklappen. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Nest mal kurz in den Kühlschrank gestellt hat und die darin lebende Kolonie sich ein bisschen abgekühlt hat, wird die sich zwangsläufig weniger schnell bewegen. Dementsprechend haben wir da also auch Möglichkeit, mal ein bisschen Unrat zu entfernen. Ja, das ist im Prinzip das Feature hier mit dem Rausklappen. Wie gesagt, wenn das Nest, ich sag mal jetzt einfach mal, nicht liegend wäre, sondern hier in dem Fall, wir können es ja mal hinstellen, das wäre jetzt also die stehende Variante, dann ist natürlich klar, muss die Scheibe irgendwie fixiert werden, damit sie eben nicht rausfällt und dann klebe ich normalerweise also diese Scheibe hier ein. Es gibt noch ein paar andere Tricks und Wege, die man da einsetzen kann. Ich weiß nicht, bin ich jetzt nicht unbedingt für, man könnte zum Beispiel Magneten und so weiter nehmen, aber es wird halt ganz schnell filigran. Ja, und Gips verzeiht halt nicht so viele Fehler. Dementsprechend muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt geht es aber weiter mit dem aktuellen Stand der Dinge. Ja, was ist denn sonst noch zu erklären? Ihr seht hier 3 Löcher. Und diese 3 Löcher, die sind neu. Normalerweise habt ihr ja immer nur ein Loch in meinen Nester, wenn es zum Thema Befeuchtung geht. Diese 3 Löcher haben nämlich den Sinn, dass es quasi die Bespeisung für 3 unterschiedliche Wassertanks gibt oder besteht vielmehr. Und diese 3 Wassertanks, die befinden sich also unterhalb des Nestes. Man kann es hier, denke ich mal, irgendwo halbwegs sehen. Leider ist es mir nicht gelungen. Ich bin also einmal kurz abgerutscht, diese 3 Wassertanks auf exakt eine Höhe zu bringen, auf exakt eine Linie. Trotzdem, wie ich finde, ein ganz tolles Feature. Beim nächsten Mal wird es besser. Wie gesagt, Gips ist nicht unbedingt das einfachste Material. So, jetzt schnell wieder hin damit. Zum Glück haben wir natürlich von der Betrachtungsseite her diese Wassertanks eben auf der Unterseite. Dementsprechend wird es also der normale Betrachter niemals feststellen. Und der Sinn, warum ich da 3 Wassertanks verwendet habe, ist eigentlich relativ einfach. Nämlich, ihr habt ja mitbekommen, dass es Nutzer gibt, die haben einen relativ großen Wassertank in den Nestern drin. Ne? Und dann zieht sich natürlich der Nest gleich oder das Nest der, oder der Nestblock vielmehr gleichmäßig mit eben mit dieser Feuchtigkeit, mit Wasser voll. Und das wollte ich hier mal vermeiden, weil ich den Benutzer eben dem Ameisenhalter die Möglichkeit geben wollte, gezielt Teile des Nestes zu befeuchten. Ihr habt ja auch schon in einer anderen Variante mitbekommen, dass ich da noch mehr Möglichkeiten habe, was die Thema Befeuchtung angeht, aber wie gesagt, oder was das Thema Befeuchtung angeht. Aber hier haben wir, wie gesagt, jetzt einfach die Möglichkeit,
über diese drei Löcher einen dieser Teilbereiche zu befeuchten. Vielleicht hätte ich auch einen der Wassertanks etwas weiter höher ansetzen sollen. Wäre vielleicht der bessere Weg gewesen, aber wie gesagt, naja, es ist hier halt einfach eine Einzelanfertigung. Es ist für mich auch immer wieder was Neues, diese Neste herzustellen. Ich gewinne jedes Mal wieder neue Erfahrungen. Ja, und wenn wir schon beim Thema neu sind, was auch neu ist, sind diese verschiedenen Ebenen, die ich hier eingeführt habe. Wie ich finde, total cool. Also mir gefällt das wirklich super. Es ist Geschmackssache, man muss es nicht mögen. Der Ameisenhalter, ich wollte schon wieder Benutzer sagen, der Ameisenhalter, der weiß davon nichts in der Form. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber meine Überraschungen kommen eigentlich immer relativ gut an und ich denke, in dem Fall kommt auch diese Überraschung gut an. Und vor allen Dingen wird es nicht nur beim Ameisenhalter gut ankommen, sondern eben bei den Ameisen, weil die lieben verschiedene Feuchtigkeits-, Temperaturzonen, was eben hier durch diese verschiedenen Ebenen ermöglicht wird. Und natürlich hat es einen optisch tollen Effekt, wie ich finde. Dementsprechend sei das einfach von meiner Seite aus erwähnt. So, was gibt es sonst noch darüber zu erzählen? Wie immer, auf der Seite gibt es Ein- und Ausgang. Das entscheiden natürlich die Ameisen selbst. Nennen wir es jetzt einfach mal Nesteingang. Dass da Ameisen rausgehen, ist vollkommen klar. Und genau das Gleiche ist eben auf der anderen Seite. Deswegen drehe ich jetzt nicht das Nest noch rum. Die Ameisen können sich dann entscheiden, wo auch immer und in welcher Form jetzt hier ein- und ausgegangen wird. Vielleicht lässt auch einfach der Ameisenhalter eine dieser Eingänge eben geschlossen vorerst und hat dann die Möglichkeit, eben das System oder verschiedene Neste anzuschließen und die Eingänge damit halt eben oder die Nestbereiche eben zu erweitern. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es darüber nicht zu erzählen. Ich drücke das jetzt hier wieder gerade. Ihr habt jetzt also diese Variante hier eines Nestes aus Gips gesehen. In dem Fall ist das Nest hier 10 auf 15 cm groß. Also etwas größer als diese Einsteiger-Variante. Hat leider den großen Nachteil, dass dieser Gips eben sehr lange trocknen muss und dementsprechend auch viel Zeit und ich sage jetzt einfach mal auch teilweise wirklich Nerven kostet, weil wie gesagt, also Gips verzeiht halt keine Fehler. Wenn eine Kante irgendwo abgebrochen ist, dann ist das so, ich muss die ankleben. Ist mir leider auch bei diesem Nest hier und da sind so kleine Macken drin, aber damit muss man einfach leben. Es ist halt eben keine maschinelle Anfertigung, es ist eine Handanfertigung. Trotzdem, wie ich finde, einfach sehr gut gelungen, aber da wiederhole ich mich jetzt. So, bleibt mir nur noch so viel zu sagen, wie bei allen Videos, die in Zukunft kommen werden. Ihr seht, in der Videobeschreibung ist ein Link drin und dieser Link, der dient dazu zu spenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Link benutzt, den Button anklickt, dort was eintragt. Es ist jedem überlassen, wie viel ihr spendet. Ihr würdet mir aber einen riesen Gefallen damit tun. Und das Ganze fließt nicht hier in meine private Kasse rein, sondern ihr wisst, ich bin sozusagen ein Ameisenfreund. Ich mache für jeden alles möglich und finanziere hier diese ganzen Projekte über Spenden und auch da könntet ihr mich unterstützen. Ich lasse das halt eben in die Videoqualität und in die Regelmäßigkeit der Videos und in meine Anfertigungen und Inhalte, verschiedene Themen und so weiter einfließen. Dementsprechend spendet bitte, gebt mir euren Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Demnächst geht es weiter mit der Video-Nest-Reihe. Ich linke jetzt hier nicht auf ein neues Nest, habe schon sau viele neue Ideen, habe da auch schon ein bisschen was gebaut. Halt euch da auf dem Laufenden, aber oder auf dem Laufenden vielmehr. Wie gesagt, wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dahin, ciao.